Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Wir haben uns das letzte Mal noch mit dieser Trophäenwand hier befasst. Und die Trophäe, auf die, also von der Honigbräu-Karaffe, die haben wir ja gesucht und nicht gefunden. Was Sie gebeten haben. Ja, Mädchen, braucht ihr etwas? Ja, etwas Ruhe. Quatsch halt dauernd dazwischen. Ich bin der Sache nachgegangen, weil ich war mir ja sicher, dass ich die damals schon geholt habe. So ist es auch. In Folge 138, geistiges Gift, bei Minute 28,40 rum, also kurz darauf, 28,50 war es, glaube ich, dann holt sich Velaya diese Karaffe und im nächsten Video in 139 war das, glaube ich, da sehen wir die auch hier in der Wand stehen. Also wir haben sie an Delvin verkauft und da, wo mein Mauspressor gerade hinzeigt, in diesem Regal stand die in Folge 139, wenn ich mich recht erinnere. Also haben wir, soweit ich das beurteilen kann, alle Trophäen gesammelt, die es gibt. Die Sammlung dürfte demnach vollständig sein. Das Einzige, was mich stutzig macht, ist, dass Delvin zu uns das letzte Mal gesagt hat, wenn wir noch weitere solche Dinger finden, dann sollen wir es ihm geben. Aber gut. Ihr kommt von einem Auftrag, hä? Ich hoffe, es ging alles gut. Ich denke, man kann die Diebesgilde hiermit als abgeschlossen betrachten. Bleibt jetzt noch eins zu tun, und zwar die Gefährtenquests. Damit fange ich jetzt dann auch an. Dazu, ich möchte die einigermaßen stilecht machen, hole ich mir jetzt meine schwere Rüstung, die ich jetzt die letzte Zeit nicht mehr mit mir im Inventar rumgeschleppt habe. Bis gleich. So, also ich kann meine schwere Rüstung jetzt nicht finden. Ich habe alle Häuser abgeklappert, auch die normalen Häuser in den Städten. Das hier ist jetzt mein Haus Windstadt in der Nähe von Einsamkeit. Ich habe festgestellt, dass ich vergessen habe, einen Vogt einzustellen. Da habe ich jetzt mal Utgert mitgenommen. Der ist in Weißhof in der Kneipe sowieso langweilig und hier kann sie dem Huskal Gesellschaft leisten. Die zwei werden bestimmt mehr Spaß miteinander haben und können zusammen Karten spielen oder was man halt so macht, ne? Ich suche einen Vogt für mein Haus. Habt ihr Interesse? Es wäre mir eine Ehre, euer Vogt zu sein. Ihr habt da ein prächtiges Haus. Genau. Jo, dann trennen sich hier unsere Wege und wenn das ich funktioniert, gehe dann mal bleibt nach Hause, hier. Falls ihr mich braucht. So. Klappt das? Also sie scheint sich hier jedenfalls zu Hause zu fühlen. Jo, ich würde sagen, das funktioniert. Und ich habe festgestellt, Lust auf ein Nord-Sprichwort. Man kennt, dass in dem Haus noch nicht alles fertig ist. Da nehme ich fast eine halbe Million. Eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Genau. Geht einfach ich weiter, mich schon Schwabbelbauch. Mit ihr geprügelt. Ich möchte am Haus einige Veränderungen durchführen. Selbstverständlich. Woran und deswegen habt ihr geben wir jetzt mal ein bisschen Geld aus. Eine Kutsche. Sehr gut. Ich werde mich sofort um einen Kutscher bemühen. Genau. Und noch mehr Veränderungen. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ein Barde, es wäre schön, etwas Musik im Haus zu hören. Ich werde mich danach erkundigen, was ein Barde für seine Dienste verlangt. Dann seid ihr schon zu dritt und dann ist euch auch nicht so langweilig. Ne? Ich bin ja ein guter Arbeitgeber. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Jo, Pferd, ich schlage vor, auch. Ihr baut zuerst einen Stall, bevor wir für teures Geld ein Pferd kaufen. Jo, dann bau mal den Stall. Ich meine, ich baue ihn jetzt nicht mehr. Woran habt ihr gedacht? Kuh, Huhn? Oder muss ich den jetzt wirklich noch selber bauen? Kuh, Huhn. Gut. Genug geplaudert. Warte mal. Ich habe keinen Streit mit euch. Selbstverständlich. Woran nee, habt ihr gedacht? Nee, das geht jetzt nicht. Warte mal, das war eine andere Option. Ich möchte, dass ihr die Einrichtung für das Natürlich. Haus kauft. Genau. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Waffenkammer. Sehr gut. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Was brauchen Nein, wir? Ja, gut. Soll mir recht sein. Bisschen ich Holz. Ich werde mich sofort darum kümmern. Falls ich ihr den Stall wirklich etwas? Noch bauen muss. Dann Stein. Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Und Lehm. Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Dem Zeug laufe ich nimmer hinterher. Außerdem muss ich wirklich mal Gold ausgeben. Lust sonst auf ein Nord-Sprichwort?
Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr natürlich. Ja, genau. Welches und Zimmer soll ich ausstatten? Eingangsraum. Mach mal fertig. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Dann, natürlich. Ja. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Gewächshaus. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer? Hauptraum. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Trophäenzimmer. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Also. Hier ist jetzt alles komplett. Alles, was ich vergessen habe, ist jetzt nachgereicht. Und übrigens, ja, meine Trophäen habe ich auch schon angeschaut. Da ist, das hier ist zwar eine schwere Rüstung, das ist aber die vom Ebenerzkrieger. Das sind Trophäen, die möchte ich eigentlich nicht benutzen. Moment, was habe ich denn da drin? Achso, spezielle Waffen, die, genau, macht Sinn. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar in irgendeinem Schrank, warte mal, da könnte es doch drin sein, eben jetzt Schwert des Vampirs, der ist leer. Der ist auch leer. Da ist noch was. Sturmmantel, Fellstiefel, nee, brauche ich nicht. Nein, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wo meine schwere Rüstung verblieben ist. Du hast sie nicht an und bloß nicht ausgerüstet, oder? Schauen wir mal ganz kurz. Kaiserlich, nee. Das sind alles Trophäen, die möchte ich jetzt gar nicht wegnehmen von dem. Und ja, jetzt werde ich dann doch noch mal ganz kurz rausschauen. Eigentlich wollte ich ja jetzt mit den Jorvarskr anfangen. Also Gefährtenquests. Aber dann wird das Haus hier wieder nicht fertig, also mache ich das mal fix. Gut. Dann bauen wir mal den Stall. Sonstiges. Hauptraum wird Trophäenzimmer, Werkbank entfernen. Ja, die sind ja jetzt eigentlich fertig. Eingangsbereich, Werkbank entfernen. Die brauche ich nimmer. Keller entfernen. Werkbank. Aber einen Stall kann ich hier jetzt trotzdem nicht bauen. Warum? Oder... Das hier müsste eigentlich der Platz stehen für den Stall. Sonstiges. Ah, da, Tiergehege. Was brauche ich denn davon? Holz 169 erfordert, ja. Tiergehege. Ist Tiergehege gleich Stall? Nein, das müsste das Tiergehege hier sein. Warum klappt das jetzt nicht? Nochmal hier gucken. Nö, da nicht. Nochmal hier gucken, habe ich hier wirklich nichts übersehen. Stall. Nägel, es fehlen Nägel. Okay, das ist ja lösbar, das Problem. Wie war das? Baumaterialien. Nägel 10. Dafür brauche ich Eisenbarren, die habe ich nicht dabei. Ach, kann mir da mein Vogt helfen, zufällig? Nee, also Eisen hole ich jetzt wirklich nicht. Aber die Tiere, also Kuh und Hühner, könnte ich besorgen. Denen reicht eigentlich das Tiergehege. So, wo ist denn mein Vogt jetzt? Leck, es leckt. Au, leck, es leckt. Truhe. Ich dachte, da wäre das Baumaterial reingelegt worden. Seid gegrüßt. Ich bin Sonir. Euer Vogt hat mich als Barde eingestellt. Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr ein bestimmtes Lied hören möchtet. Jo, jetzt wenn wir schon haben, hätten wir auch einen Wunsch. Natürlich. Was immer ihr wollt. Könnt ihr das Drachenblutnaht spielen? Ja.
Dies hier ist einst meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Sing nur weiter, ich... Glaubt mir, das Drachenblut naht. Lust auf ein Nordsprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr... Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich werde mich sofort darum kümmern. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich halte die Augen nach einer guten Kuh offen. Das sah gerade nach meiner Rüstung aus. Hallo, stopp. Ehre sei mit euch, mein Tane. Moment, den muss ich erstmal in die Gruppe aufnehmen. Zeit. Aber das sieht irgendwie nach meiner Rüstung aus, die ich gesucht habe. Also, was benötigt ihr, Tane? Ausrüstung. Generelle Bekleidung. Nee, das ist eine, die ich für ihn geschmiedet habe. Deswegen heißt sie Waldemars Rüstung. Gut, die nehme ich ihn dann natürlich nicht weg. Jo, dann bleibt ihr mal hier. Ihr findet mich bei eurem Haus, wenn ihr mich braucht, Tane. Ja, für eine neue Rüstung habe ich momentan zu wenig Verzauberungstränke, deswegen... Achso, ich wollte doch nochmal mit ihr hier reden. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Bisschen sprunghaft, das Mädel. Gerade war sie noch da, ja. Wahrscheinlich ist sie jetzt sauer, weil ich sie geweckt habe, ne? Ah, da sitzt sie ja. Ich habe keinen Streit mit euch, aber ich bin bereit, wenn ihr welchen sucht. Wie, Schatz, was mit Baumaterial geht das auch mit... Natürlich. Geht, glaube ich, nicht was mit, brauchen mit wir? Metall. Nee, ich brauche sonst nichts. Sehr gut, meine Dame. Ich möchte, dass ihr die Einrichtung für das Haus macht. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Sehr gut, meine Dame. Also, den Stall, da werde ich wirklich nochmal... bei Gelegenheit Eisen holen müssen. Das mache ich aber nebenbei irgendwie. Also wenn ich Eisenbarren sehe, dann nehme ich die mit und denke daran, dass ich hier noch einen Stall bauen muss. So. Und dann herrscht etwas Leben in der Bude hier. Da fällt mir ein... Wer würde sich denn noch eignen als... Ich habe ja noch ein Haus ohne Vogt. Wer würde sich denn dann noch eignen? Ich F5 mal ganz kurz, das mache ich nicht nochmal. Ich überlege mal offscreen, wer noch als Vogt in Frage kommt. Bis dann. Jo, ich habe jetzt mal die Liste durchgesehen. Im Internet gibt es eine Aufstellung dazu und habe mich für Jen Nasser entschieden. Habt ihr euch mal Söldner versucht? Die hat nämlich gute Werte, wenn ich sie mal als Begleiterin bräuchte. Das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Jo, ihr seid angeheuert? Eine kluge Entscheidung. Geht voraus und ich werde folgen. Und? Nach euch. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Ich finde Dunkelelfin schaut sogar gut aus. Aber deswegen habe ich es jetzt eigentlich nicht angeheuert, sondern weil ich einen Vogt brauche für Haus Helljarichen. Ich habe ja da unten noch die Helljarichen Farm. Es kann nicht schaden, wenn ich eine kleine Garnison nebenan habe, sozusagen. Jo, wenn ich könnte, würde ich sie auf Patrouille schicken. Geht aber nicht, lässt das Spiel nicht zu, sieht das Spiel nicht vor. Aber das macht nichts. Gedanklich, wir haben genug Fantasie, um uns vorstellen zu können, dass die beiden auch, wenn sie schon zu weit sind, einen Blick auf die Heliarchenfarm haben. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Jo. Ihr braucht etwas? Hallo? Ich dachte... habe ich hier schon dann mal los. Normalerweise müsste ich sie doch fragen können, ob...
Moment, vielleicht geht das nicht mit jedem. Ich schau mal ganz kurz nach. So, ich habe jetzt einen Vogt gefunden, der irgendwie ins Konzept passt. Ich bin direkt hinter euch. Ist das Anneke Klippenspringer? Das ist die Mutter von Sylvia, mit der ja Velaya eine Scheinehe betreibt, sozusagen. Und es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Die ist bestimmt ein guter Vogt hier. Ich gebe euch Deckung. Ja, ich suche einen Vogt für mein Haus. Habt ihr Interesse? Es wäre mir eine Ehre, euer Vogt zu sein. Ihr habt da ein prächtiges Haus. Und damit wäre Silvias Mutter auch versorgt. Tüchtig ist er auch noch, weil die ist es Arbeiten gewöhnt. Die habe ich aufgegabelt in Ostmarsch. Und zwar, wo war das gleich wieder? Moment. Hier. Dunkelwasserkreuzung heißt das auf Deutsch. Da hat auch Silvia gewohnt. Und ja. Ich finde, das passt hervorragend in die Story. Wir haben ihrer Mutter einen Job gegeben. Sie braucht jetzt nicht mehr in der Mine arbeiten. Sie kann jetzt auch öfters mal was Leichteres tun. Gefällt mir gut. Bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Und der gute Waldemar hat auch Gesellschaft. Jetzt brauche ich aber mal kurz ihre Dienste als Vogt. Mal gucken, ob hier noch was fertigzustellen ist. Ich gebe euch Deckung. Lasst uns überzeugen. Nee, ich möchte Dinge mit euch tauschen. Ihr müsst etwas für mich tun. Nee, das ist alles nicht das. Na schön. Entweder, was denn? Ja, was ich möchte. Ihr? Ja. Ich denke, sie muss mit ins Haus rein. Stopp. Braucht ihr mich noch? Ja. Ich bin direkt hinter euch. Komm mal mit. Ach, ich hab sie ja noch in... Geht ihr voran? Sie folgt mir ja noch, genau. Dann gehen wir mal ins Haus, komm. Und dann schauen wir mal, ob ich hier auch noch was fertigstellen muss, kann oder wie auch immer. Na, wo ist er denn jetzt? Kommt jetzt wieder durch den anderen Eingang, das kenne ich schon. Wo bist denn du? Ah, da. Ich bin direkt hinter euch. Jetzt muss ich sie erstmal aus der Gruppe entfernen. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Genau, du müsstest jetzt eigentlich hier zu Hause sein, oder? Hoffe ich doch. Zumindest geht sie nicht Was zur Tür raus. Ihr, das ist mein ein gutes Freund. Zeichen. Dann... Hallo, ich rede mit dir. Es gibt da einen wunderschönen Baum, der nordöstlich von hier direkt aus einer Höhle in die Höhe wächst. Ich möchte am Haus gerne einige Veränderungen. Selbstverständlich. Durchführen. Woran habt ihr gedacht? Wir wollen eine Kutsche. Sehr gut. Ich werde mich sofort um einen Kutscher bemühen. Kutsche und das Zeug, was ich jetzt hier kaufe, das kriegt man nur mit. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Dann es wäre schön, etwas Musik im Haus zu hören. Ich werde mich danach erkundigen, was ein Bade für seine Dienste verlangt. Genau, dann ist euch auch nicht so langweilig, der sorgt schon für Unterhalt. Woran habt ihr gedacht? Ich schlage vor, ihr baut zuerst Ach, einen Stall. Selbstverständlich. Noch zwei Ställe. Woran habt ihr gedacht? Gut zu wissen. Aber dafür das müsst ihr schon. Erst ein Gehege bauen. Was? Ich dachte, das habe ich schon. Lebt wohl. Gut, dann erledigen wir das eben auch noch schnell. Dann verläuft die Folge halt total anders, als ich das ursprünglich vorgesehen habe. Ich wollte eigentlich nur meine schwere Rüstung irgendwo suchen. Und ja, das ist das Ergebnis. Dann machen wir das genauso wie vorhin. Es laggt schon wieder. Achso, das war das automatische Speichern. Ich habe nichts gesagt. Sonstiges. Die entferne ich erst, wenn ich sicher bin, dass es fertig ist, weil ich weiß nicht, ob die da drin sein müssen, damit sich mein Vogt an die Arbeit macht. Und das war wieder der Hardfire-Bug. Dann bestimmt habe ich jetzt was. Ja, das dachte ich mir. Tiergehege. Was brauche ich denn hier eigentlich noch alles? Nägel? Eisenbarren. Also ich brauche vor allem Eisen, den Rest kann ich bei meinem Vogt kaufen. Holz habe ich also wirklich genug. Also, ja, da
gibt's noch einiges zu tun. Bruchstein, Eisenbeschläge. Okay, vielleicht kriegen wir das sogar hin. Eisen, Eisen, Eisen. Haben wir noch mehr Eisen? Stahlbarren brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, also mit einem Eisenbeschlag kann ich nichts machen. Gut, aber wir wissen, es gibt hier noch was zu tun. Ich werde... Ja, das ist eine Schnellreiseoption. Damit könnte ich jetzt wie mit anderen Kutschen auch reisen. Jetzt werde ich Anneke nochmal ansprechen auf die... Ob sie noch irgendwas anderes zum Bauen gibt. Inneneinrichtung. Und eine Badin. Ich heiße Auriella. Euer Vogt hat mich als Bade eingestellt. Ich hoffe, dass meine Musik euch gefallen wird. Jo, dann singen wir doch mal was vor. Was immer ihr wollt. Und zwar das Zeitalter der Unterdrückung. Ihr seid sicher ein Sturmmantel durch und durch, wenn ihr euch dieses Stück wünscht. So ist es. Wir haben das Kaiserreich vertrieben. Ich habe was klopfen ein gehört, das war... Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. Es gibt da einen wunderschönen Baum, nett, der nordöstlich von hier direkt aus einer Höhle in die Höhe... Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? So, wenn wir tun jetzt hier auch alles... Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Gewächshaus. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Sehr gut. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Hauptraum. Sehr gut. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Sehr gut. Lagerraum. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Danke, dann hast du mir schon sehr geholfen, bis dein Geld wird. So, wahrscheinlich wird die Einrichtung hier so nach und nach erscheinen. Das kenne ich schon. Es dauert einen Moment, wahrscheinlich laufen das Skript gerade ab. Jedenfalls schaut das hier in Kürze anders aus. Vielleicht schauen wir später nochmal kurz hier rein. Auf jeden Fall... Wenn ihr nach Künishain unterwegs seid, bleibt auf der Straße. Es gibt auf dem Weg dorthin sehr gefährliche Höhlen. Danke für den Hinweis. Bin gerade am Schauen, ob sich hier was verändert hat. Ich bin ja vorhin schon mal hier durchgelaufen. Kann ich jetzt nicht sagen. So genau erinnere ich mich da jetzt nicht. So, also, Mission erfolgreich. Jetzt in Zukunft lasse ich Eisen einmal liegen. Ich nehme das mit, weil ich weiß ja, ich brauche das noch. Habe ich da vielleicht... Nö, da sind meine Flammenspinnenrollen drin. Und ja, ich habe nur ein bisschen Angst, dass die mir bei einem Banditenangriff ums Leben kommt. Ja, ich hoffe, dass das nicht passiert. Gut, dann sind meine Hardfire-Häuser jetzt soweit fertig, bis auf das, was ich noch bauen muss. Und fügt sich wunderbar in die Story ein, dass ich Sylgias Mutter einen Job gegeben habe. Ich meine, das ist irgendwie... Hallo? Ich hab über 400.000 Gold. Da werde ich doch Sylgias Mutter nicht in der Mine klopfen lassen, Steine klopfen lassen. Oder? Da würde ich normalerweise jemanden einstellen, dass er das für sie macht. Also allzu viel Gold sind wir nicht losgeworden. Ja, gut. Jetzt aber... Kann es nicht ändern, dass ich diese Rüstung nicht finde. Vielleicht habe ich dem einen meiner Huskals gegeben. Ist jetzt auch nicht essentiell, dann halt nicht, nein, nicht Drachenfeste, ich suche die Jorvaskra. Ah, Himmelsschmiede ist direkt drüber, dann reisen wir dahin. Ja, ich hatte ja eigentlich vorhin mal geschaut, ob ich sie in dasselbe Haus packen kann wie Sylgia, denn wenn Mutter und Tochter zusammen, das geht aber nicht, weil ich da schon einen Vogt habe. Aber das hindert mich nicht daran, es trotzdem zu versuchen. Haben wir auch eine Quest? Licht aus, verschiedenes.
Ja, ich weiß jetzt gerade selber nicht genau, mit wem ich hier reden muss. Und Heimskr wieder. Das ist ein Kerlchen. Das Kaiserreich ist weg und er macht immer noch seinen Job. Man fragt sich, wovon der lebt. Geht nicht auf die Jagd, arbeitet eigentlich nicht. Lebt er von Spenden oder was? Ihr seid zurückgekehrt. Also gut. Ja, bin gerade ein bisschen ratlos, wo es hier weitergeht. Ich glaube, ich konnte mich damals noch nicht dafür entscheiden, Werwolf zu werden. Dann muss ich wohl in diese Höhle rein. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kam. Ah, da seid ihr ja. Ja, Tatsache ist, Kotlak lebt Nächten noch. Träume ich von den Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Ja, dann versuche ich das mal. Ich weiß. Normalerweise müsste per Skript Aela dann in dieser Höhle seinen Werwolf gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, gut. Ich denke aber, es ist Zeit für eine neue Folge, so langsam. Wir haben jetzt in dieser Folge eigentlich hauptsächlich Vogte angeheuert und meine Häuser ausgebaut. Ja, gut, gehört auch zum Spiel, klar. Wenig Action, ich weiß. Ging ziemlich friedlich zu diesmal. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Okay. Da komme ich nicht rein. Ich werde jetzt die Folge mal abschließen und offscreen schauen, wo es hier weitergeht. Bevor ich euch jetzt da mir lang beim Suchen zuschauen lasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.